Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Schiff kennenlernen und entrümpeln. Was ist das hier? Punkte machen. Oh oh. Ich war zwei. Scheiße. Mittlerweile ist unsere Saira an ihrem Liegeplatz angekommen und ich bin mal eben den Mast hochgeentert. Das Tolle an unserem Mast ist nämlich, dass er Stufen hat. Und so kann ich euch unser Schiffchen von oben zeigen. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Schiff kennenlernen und entrümpeln. Der vorherige Eigner besaß nämlich das Schiff 33 Jahre lang und scheinbar hat er nie etwas weggeschmissen. Hier wird wild gewirbelt. Das ist auf der falschen. So, die wollte ich gar nicht. Ich wollte ein Wetter rechts oder zwei Wetter rechts. Hier sind auch so viele Sachen. Hier ist auch so ein Höhlenkram drin. VBT-Antenne für den Fernseher braucht man nicht. So ein Spannungswandler für unseren Plotter ist auch komplett überflüssig. Also wir haben hier schon so viel ausgebaut. Ja, herrlich. Guck mal, das Ding ist überflüssig. Das können wir wegbauen. Nein, sag ich schon ehrlich, du hast gesagt, das ist völliger Schwachsinn. Ja. Überflüssig ist ja Schwachsinn nicht. Holger ist ein Tier. Der hat hier dieses Fastnet-Radio, wo oben noch altertümlich Papier rauskommt, ausgebaut. Dann den Fernseher. Wir gucken sowieso nie Fernsehen. Dann den DVD-Player. Und das Ganze steckte hier oben drin. Im Großen und Ganzen kann man sagen, der Vorgänger hat nie ausgebaut, sondern immer nur dazu gebaut. Mal sehen, wie es draußen weitergeht. Okay, also was man hier so in den Kisten findet, ist unfassbar. Was ist das denn jetzt hier? Hast du da schon reingeguckt? Ja, ich habe da schon reingeguckt. Ja? Ja. Deswegen grinst du auch schon so. Oh ja, schön. Was ist das denn? Krass. Das sind so Lüftungsschlitze für unsere Dieselheizung zum Schlafzimmer, also zur Vorderkoje. Gut, und die brauchen wir jetzt unbedingt zweimal als Ersatz. Das ist ja krass. Also ich würde sagen, wenn diese Yacht hier untergeht, die schwimmen noch original im Wasser. Ja, yes, ich weiß auch nicht, warum man die als Ersatz braucht. Irgendwas braucht, aber das nicht. Aber gut, wenn man das dabei hat. Es ist super. Vielleicht können wir das ja bei eBay einstellen. Kann man vielleicht auch als Grill benutzen. Das ist auch eine sehr gute Idee. Doppelgrill. Ja, genau. Andrea hat gerade einen Lachkrampf. Die Dusche möchtest du mal halten, ja? Ja, die Dusche ist top. Andrea leidet immer unter dem Syndrom, sofort alles wegzuschmeißen, was ihr nicht gefällt. Und nachher sind es extrem wichtige Teile, wie dieser wertvolle Klettverschluss, den es heutzutage gar nicht mehr in der Qualität gibt. Ja, das kann ich noch nachvollziehen, aber diese Dusche gibt es mit Sicherheit in einer anderen Qualität. Na, die ist top. Die ist sogar mit Hand gelöchert. Ja, guck mal, ich film das mal. Die hat er mit der heißen Nähnadel reingebaut. Und das Design ist auch cool. Was sagen Sie als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz? Ja. Sehr witzig. So, was haben wir hier? Prähistorisches Werkzeug. Hammer für Arme. Oh. Ja, das ist so. Also, wenn Ötzi das Ding an sich bei sich getragen hätte, dann hätte das irgendwie Sinn gemacht. Aber auf dem Segelboot, vielleicht ist das ja auch so eine Dentistenausrüstung. keine Ahnung, wie das gut ist. Keine Ahnung. Lass uns bitte nicht tiefer buddeln. Nein. Okay, der freundliche Nachbar hat uns gerade aufgeklärt. Das ist ein Felshaken, wenn man in den schwedischen Schären anlegen möchte oder ankern möchte. Es wird also hier vorne in die Felsspalten geklemmt, hier hinten Tau und ja. Ach schade, und ich wollte das meistbiegend versteigern bei eBay. Meistbiegend. Meistbiegend. Das war so ein Socken im Alter hier. Guck, hier ist der zweite. Ach, da ist der zweite. Ja, genau. Ja, hier. Mhm. Was gibt's noch? Was ist das hier? Das ist nicht das, was du denkst. Das hat was mit dem Spinnackerbaum. Das ist die Aufhängung am Mast für den Spinnackerbaum. Ja,
Okay, was gibt's noch? Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist Reserve. Für die Einhandseglerin. Nachdem wir nun viele, viele Tage gewerkelt und gebastelt haben, belohnen wir uns mit einem Ausflugsturn Richtung Schlei. Gute Freunde sind mit an Bord. Ja, und ich bin schon richtig gespannt und aufgeregt. Das ist die erste Fahrt heute. Mal schauen, wie das wird. Du hast mir das erzählt, ich habe es vergessen. Oh, Jackie, das verkackt. Hallo! Ja, wie sind die Vor uns liegt Olpenitz, auch genannt die Perle der Ostsee. Das muss der wahre Wind sein. Das ist der wahre, das ist der scheinbare. Das ist ja von außen der wahre. Sicher, oder? Zum Glück wollt ihr nicht einmal um die Welt sehen. Ja, solche Geräte hatten wir früher alles gar nicht. Ich guck da oben auf den Verklicker, das ist dieser Pfeil. Hatten wir früher auch nicht. Das ist, glaube ich, gleich abgefallen. Und Andrea, du wirst gleich los, wenn ich Bescheid sage. Was denn? Was soll ich denn direkt backen? Einfach raus, nein. Aus der Winch rausmachen. Jetzt ausmachen. Abmachen. Jawohl. Ja, Martin muss volle Produkte verziehen, Andrea muss losfahren. Ich sitze drauf! Zieh das Haken da vorne. Leute, jetzt kommt Martin. Volle, zieh. Strafen, wir müssen jetzt die Punkte machen. Okay, jetzt oben einmal hier rum. Dann hier durch oben durchführen. Ja, super! So, rum, oben rum. Nein. Darauf, ja, dann da rein. Kann doch alles zu tun. Und das große bisschen öffnen. Nee, oder? Die lassen wir so leer. Perfekt. Super, Martin. Perfekt. Mega. Volvo Ocean Race mäßig. Ein kleiner Fehler. Das krass, oder? 11 Knoten. Der Wind ist weg, ne? Ist krass, ne? Kaum in die Schlei abgebogen, kommen wir auf die dumme Idee, im engen Fahrwasser zu wenden. Ja. Oh oh. Bist du dir sicher, dass du... Ja, du bewegst dich und bleibst dazu. Ah, das ist tiefer als 6. Das ist nicht gut, was wir machen. Ich war
was das gut ist. Kiwis ist gut. Ich geh doch gleich durch. Oh. Das kann ich einfach. Gut, bewegt sich, wir sind gleich raus. Gib Vollgas. Ganz ruhig. Gleich einen guten Punkt drängen. Gleich weit. Hey, wird schnell flach. Irgendwas flutscht gut raus. Oder ausmachen, wir segeln da. Das war ganz schön kritisch. Wir haben nur kurz das Fahrwasser verlassen und das wurde auf einmal so dramatisch flach, dass wir sofort in den Schlick gefahren sind. Und Gott sei Dank waren wir halt nicht so tief drin und haben dann mit Vorwärtsgas uns da wieder raus manövriert. Das ging so schnell, es war so krass. Ich habe auf den Tiefenmesser geguckt und der Tiefenmesser, der zählte runter unter 1,80, 1,60, 1,50, 1,40. Ja, dann macht das aber immer Tilt. Das war so gruselig. Aber was wäre gewesen, wenn wir im Schlamm stecken geblieben wären? Was hätten wir dann gemacht? Ja, dann hätten wir einen Anker ausbringen müssen und das Ankerseil hätte über den Mast und dann unten auch eine Winch geführt werden müssen. Mhm. Dann hätten wir das unten das Seil anziehen müssen, damit das Boot kränkt und damit der Tiefgang sich verringert. Und das wäre auch. Wir haben ja gar kein Beiboot. Wieso hätte ich da einen Anker ausbringen sollen? Hätte ihn schwimmen müssen. Genau. Gerade nötig wäre ich dann mit dem Anker über Bord gesprungen, wäre dann bis zu den Achseln gleich im Schlamm versunken. Und er trinkt da auch noch direkt vor Ort. Hätten wir dich rausgezogen. Ja, toll. Und dann wäre das Schiff immer noch nicht frei. Ja, dann hätten wir, keine Ahnung, Seenotrettung anrufen müssen. Oder irgendwie einen Schlepper bestellen. Fahrt. Ja, das wäre echt. Wie peinlich ist das denn? Wir stehen dazu. Yeah. Und das war auch nur Zufall, dass das gefilmt wurde. Tessa, die Tochter unserer Freunde, die hat wirklich zufällig gefilmt. Ja, also deswegen hat sie das auch hochkant. Ja, also, sonst hätten wir das gar nicht irgendwie festgehalten. Ich koche was zu essen. Dann mal los. Unser Steuerrad ist so abgegriffen, das kommt jetzt zum Sattler. Wenn ihr wissen wollt, welche ungewöhnliche Farbe wir uns ausgesucht haben, dann abonniert jetzt unseren Kanal.